Hallo und herzlich willkommen hier auf der Sosnovka Map mit dem Gold-Add-on und natürlich auch mit Nico. Moin Moin. Und ich muss mich entschuldigen, dass ich in der letzten Folge nicht Tschüss gesagt habe, aber ich glaube, dass mein Mikro das nicht richtig aufgenommen hat, weil ich habe es nämlich von mir aus gesagt, aber ich glaube, euch ist wahrscheinlich nichts angekommen. Ja, lass uns gleich mal hier links fahren, dann können wir da unten ein bisschen an dem Wasser lang fahren. Oder hier ist doch ein Weg, ne? Gut. Was ich noch cool finden würde, wäre, wenn halt das Blinkerlämpchen auch im Innenraum gehen würde, so wie das bei den MB3D-Mods ja auch teilweise ist. Ja. Ja, das wäre schon fein. Ah, andersrum. Ja, ist doch egal. Oder? Ja, müssen wir jetzt nochmal da hoch, das ist doch Schwachsinn. Wir fahren andersrum. Okay. Hier sieht man übrigens auch gerade sehr schön diese. Ja, Seerosen kann man ja eigentlich nicht sagen. Algen auch nicht. Entengrütze. Entengrütze? Bei uns heißt das Entengrütze. Habe ich auch schon mal gehört. Ja, das sind ja eigentlich so halt so Wasserpflanzen. Aber das ist ja auch hier, was, was sind, wir jetzt nein, das bestimmt... hier sind Wasserpflanzen, wo ich jetzt drauf bin. Ja, ja. Das, was oben schwimmt, ist Entengrütze. Ja. Ey, das ist aber echt mal was. Das werden wir zunächst bestimmt auch häufiger auf Modmaps sehen. Dass die das ja, Wasser wenn sie mal so das ein rausnehmen bisschen. Können, ne? Hm? Ja, wenn oder sie das halt, rausnehmen dass können. die an sich so die Idee halt einbauen, weil bis jetzt war ja immer so Standard, wir nehmen einen Wiesenuntergrund und nehmen Randgras als Schilf, ne? Das Ja, war ja ja. immer sehr beliebt. Ich meine, war ja an sich auch nicht schlecht, aber das hier ist halt nochmal was anderes. Ja, ich find's auch schön. Das sieht echt gut aus. Ja. Also so von den Veränderungen her, man kann ja von der Map halten, was man will, aber die Veränderungen im Vergleich zu den anderen Maps, die sind schon echt sehr gravierend. Und vor allem echt mal eine Augenschmaus. Ja. Also gerade das Wasser, dieser Fluss ist wieso sehr so ein bisschen das grafische Element von dieser Map mit diesen ausgewaschenen Kanten und so, das ist schon ganz schön geil. Würde ich sagen, schnappen wir uns jetzt jeder eine Maisdrille. Und fahren als erste zu dem Feld an der Biogasanlage. Ja, bin ich auch für. Ich werde den Flug jetzt aber auch nicht waschen. Ich weiß nicht, beim Flug finde ich das gar nicht so schlecht, wenn der mal so ein bisschen nach Erde Modrig ist. aussieht. Ja. Boah, dann stellen wir die einfach wieder ab und dann ist gut. Und wo gehobelt wird, da fallen Späne, ne? Also. Ja, das ist einfach so. Da sieht man auch, dass wir hier schon ein bisschen gearbeitet haben. So. So, einmal noch mal ganz vergessen, Playlist anzumachen. Oh, ich muss mein Gewicht tauschen. Sagst du, ist zu Es ist ein wenig? bisschen leicht. Ja, okay, die Sämaschine ist auch, glaube ich, so die absolute Obergrenze für das Gefährt. Mal gucken, wie meiner das Ja. mitnimmt. Aber meiner ist ja mehr wie so ein Schlüter. Da kannst du dranhängen, was du willst. Das macht er einfach. Ja, gut. Das ist aber auch, naja. Ich weiß nicht, ob das schon Eisen oder ob es noch Guss ist, was du da hast, aber. Aber man merkt auch, dass der einfedert, wenn ich die Maschine Ja. dran habe. Ah, der ist natürlich, das ist wirklich ein Eisenschwein. Das Ding ist Ja. brachial. Das ist halt so richtig diese alte Technik. Ist auch, ich muss ja auch sagen, ich war am Anfang vom 13er ein extremer Bürrer-Fan. Der Bürrer war mein Highlight, weißt du? Viel Power im Endeffekt, kleiner Preis und irgendwie, ja, generell auch wenn ich an den LS11, obwohl LS11 war es nicht ganz so extrem, Wo kriegt man den LS9 war es Saatgut? eigentlich. Also hier habe ich einen Trigger. Blöd, Mann. Ja, LS11 war es eigentlich. Da gab es ja diesen Fendt, ich weiß gar nicht. War das, ich glaube, das war ein LSA. Ein 500er LSA oder sowas. 615 LSA mit Frontlader. Ja, mein absoluter Lieblingsschlepper, so. Ja, der ist auch in echt einfach toll. Jetzt ist die Frage, fahren wir oben rum über Straße oder kürzen wir hier über diese Forstbrücke ab, diese Holzbrücke? Wie du möchtest. Ich glaube, dann fahren wir auf dem Hinweg Forstbrücke und auf dem Rückweg die andere Tour. Obwohl, was ich sagen muss, was mir jetzt nicht gefällt, ist der kleine Düngerstreuer. Ne? Mhm. Also ich fand den bis jetzt ganz schön. Ich finde den Schwachsinn. Da hätten sie noch was anderes Schönes nehmen können. Was stört dich denn da dran? Der ist zu klein, der ist viel zu klein.
Warte mal, ich halte gleich mal auf der Brücke an, dann kannst du auch mal anhalten. Alter. Ist schon geil, ne? Das ist auch so eine Stelle, die ich auf der Gamescom mit am schönsten fand. Auch hier, da sah man da vorne, da wo jetzt der Turm ungefähr ist, war da eine Verkaufsstelle, die da einfach noch so rein platziert war. Okay. Und das war auch bis vor kurzem noch so, weil auf einem Bild, was ich noch in Erinnerung habe von den Bildern, die halt auf Facebook vorher veröffentlicht wurden, da war das auch noch eine Verkaufsstelle. Hier rechts geht es übrigens schön rein, hoch in den Forst, auf diesen Hügel. Der Forst hier an der Stelle, der ist mit der schönste auf der Map, finde ich. Okay. Mal gucken, ob wir den hier im Let's Play auch noch bearbeiten werden. Ja, mal schauen. An sich ist aber wirklich auch, also vom Wald her gefällt mir das Ganze ja, einen Tacken besser als auf der Bjornholm. Auf der Westbridge Chills, wenn man ehrlich ist, gab es ja gar keinen richtigen Forst. Das war ja, naja, wurden halt die Bäume ersetzt und man konnte die jetzt fällen. Aber Forstwirtschaft war auf der Westbridge Chills jetzt nicht wirklich irgendwie ein tragender Bestandteil. Ja gut, dafür war es auch nie ausgelegt. Ja. Merkst du, dass hier eine Wiese ist, links? Ich glaube, das ist auch als Wiese richtig geplant. Auch rechts? Auch rechts hier, ja. Noch nicht gecheckt. Ich auch nicht. Da gibt's Schön. Aber... Gibt's noch mehr so Stellen? Ja, hier ist Dann haben wir nachher wenigstens was zu tun. Ja. Können wir noch ein, zwei Wiesen so gratis mitnehmen. Randgras mähen, das hat man im 13er irgendwie auf der Hangstätte immer so gemacht. Zumindest habe ich das oft mitbekommen. Ja, das müssen wir hier jetzt, glaube ich, nicht machen. Nee, das finde ich auch ehrlich gesagt unschön. Gleich wird's cool, wenn man unsere Maschine ausklappt. Übrigens, die BGA ist auch so eine Riesenänderung. Ja, die ist auch sowas von schön geworden. Also, da habe ich mich echt gefreut. Aber bei dem Feld 17, wenn wir mit dem Mais fertig sind, wenn wir hier wieso einmal flügen, dann könnte man das gleich ein bisschen vergrößern, weil hier ist ja mal Platz verschwendet ohne Ende. Ja, das können man wirklich. Das könnten wir größer. Oh, was sind denn das für lange was sind das für lange Spurreißer? Heftig. Alter Schwede. Ja, wenn die ausfahren, dann geht's los. Wie machen wir Vorgewende? Ich würde jetzt sagen, stopp. Du fährst also, jetzt so. Stopp, dann fahren wir jetzt, wir zwei jetzt erstmal hier unten einmal rum. Dann fahren wir hoch, fahren oben zweimal und dann können wir, ach, ja, oder? Ja, egal, eigentlich. Säen wir ein, oder sollen wir einfach also, freilassen und das letzte das längere Ende. Außen rum. Was? Wie du jetzt säst, ist das längere Ende. Müsste, ne? Mhm. Und dann kann man am Ende, ja, eine Bahn, zwei Bahnen außenrum, passt das schon, oder? Achso, nee, ich würde jetzt erst außenrum säen. Also bei Mais macht man es zumindest so. Und dann fahren wir doch nachher wieder durchs Gesäte. Ja, aber bei Mais macht man das so. Okay. Soweit ich weiß. Ich glaube, eigentlich liegst du den auch teilweise im Kreis, weißt du, dass du immer Kreise fährst. Ja, nee, du machst es zwar fast im Kreis, nur dass die äußeren beiden im Kreis fährst. Das habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen, dass die im Kreis fahren. Jo, ja, der Drescher oder Hexer muss ja hinterherkommen, ne? Ja. Wenn er kein Spurreihen unabhängig ist. Achte mal da drauf. Ich habe versehentlich Helfer eingeschaltet gerade. Wie die arbeiten. Die machen richtigen Höhenausgleich. Hä? Ja. Hallo. Motor neu starten. Ach ja. Das war immer die Sache mit dem Helfer. So. 10 km/h. Aber wie schön die halt diesen Boden, die Bodenanpassung machen, ja. Ich glaube, mehr kann meiner eh nicht. Ja, das ist schon echt fein. Haben sie toll gemacht, das ist ein feines Ding. Ja, toll, ich habe wieder den Helfer drin. Bin gerade untalentiert. Ja, oder? Nö, jetzt habe ich den Helfer nicht mehr drin. Jetzt bin ich. Y drücken, wie wäre das? Meinst du Spurreißer für dich? Ja, wäre cool. Ich finde, wenn wir realistisch spielen, können wir so richtig machen. Jo, gut. Da ist natürlich was Wahres dran. Hier übrigens auch ein sehr schönes Gebäude. Das sind alles so Gebäude. Teilweise, wenn ich jetzt genauer hingucke, erinnern die mich doch mal so grundlegend an das ein oder andere Bjornholm-Gebäude oder so. Aber ja, dadurch, dass die halt dann zumindest auf dieses alte, verfallene getrimmt sind, ist das schon wieder ganz was anderes. Also du willst jetzt hier 90 Grad links runterfahren? Ja. Gut. Nur etwas langsam. Fährst du langsamer als ich? Glaube. Aber ich habe eigentlich die richtige Geschwindigkeit eingestellt. Du hast ein Tempomat auf 10. Ja. Okay.
Und jetzt habe ich aber leider gerade einen kleinen Fell mit einem Spurreißer, aber ist ja egal, du sähst ja eh nochmal drüber. Ja. Boah, diese Sämaschine ist einfach so ein Traum. Also das ist echt meine neue Top-Lieblings-Maisdrille. Wobei ich muss auch sagen, ich mochte die 6 Meter aus dem 13er ganz gerne. Ja. Aber die hier ist echt, die hat was. Das ist wieder eine 6-Reihige, das ist noch ein kleineres Ding als die normale. Ja. Die ergänzt schön. Und vor allen Dingen die ganz große, die 9 Meter, die finde ich irgendwie schon wieder zu groß. Nee, die ist einfach unhandlich. Die ist nicht zu groß, die ist nur unhandlich. Genauso wie die 9 Meter Airseeder-Kombi. Ja. Die Dinger sind einfach nur riesig und unhandlich. Sonst 9 Meter kannst du so tadellos machen mit einer Maislegemaschine. Amazon hat eine total schöne. Auch in der Heckhydraulik. Einfach nur das Problem, dass die einfach die, sag ich mal, die unförmigsten genommen haben. Was an der 6 Meter, die hing ja glaube ich auch in der, die LS13 6 Meter Lege, ja. Die hing doch auch in der Hydraulik. Das war doch auch so eine flache. Also eigentlich auch eine recht kleine. Stimmt. Wobei für eine 3.6 Meter natürlich auch schon wieder heftig. Was da an Gewicht hinten dran hängt. Große Mahlzeit. Das ist echt schon nicht von schlechten Eltern. Ich habe einen Bug entdeckt. Was denn? Guck mal auf den Spurreißer. Ah, der reißt zu weit rechts, ne? Nein, guck dir den mal genau an. Der dreht sich nicht. Ja gut. Ich glaube, das haben sie aber noch nie, oder? Alle drehen sich, doch. Alle anderen drehen sich. Wusste ich gar nicht. War jetzt auch nie sowas, worauf ich so hart geachtet habe. Ah doch, auf sowas achte ich dann schon. Aber alle Rollen drehen sich, das ist eine Neuerung, das hatten sie auch noch nie. Das stimmt, ja. Drehen sich wirklich alle Rollen. War das eigentlich im LS11 war das so, wenn du Mais gesät hast, dann konntest du das mit jeder Sämaschine, oder? Ja, auch im 13er war das noch so. Ne, im 13er hattest du ja schon Maislegemaschinen. Stimmt. Aber wenn ich jetzt mal überlege, wie war das denn beim 9er? Da gab es nur Raps, Gerste und Getreide, Raps, Gerste und Weizen, ne? Ja. Obwohl, nee, Mais gab es auch, aber nur in Körnerform. Im 9er schon. Ja. Und das war dann halt auch gelöst mit der normalen Sämaschine, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ja, in einigen Punkten sind sie da schon echt wesentlich realistischer dann geworden. Deutlich. Deutlich. Du möchtest hier wieder mit Spurreißer, ne? Ja, aber jetzt machst du es einfach so, du setzt erstmal ab und dann machst du, keine Ahnung, 2 Meter später erst einen Spurreißer rein. Genau so. Vielleicht kannst du V, Y gleichzeitig drücken, aber... Und dann drückst du erst Y und dann V, ne? Ja. Aber ich muss auch sagen, also generell diese Dynamik, die die Maschine hat, dadurch, dass sich die Räder drehen und die halt wirklich sich dem Boden anpassen, das ist cool. Vor allem ist es endlich mal eine Neuerung. Das ist was, das feiere ich dann so wie... Damals im Anfang des 15ers die ganzen Partikelsysteme. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt, wie die Partikelsysteme, ob die so bleiben oder ob die sich in 17er dann wieder verändern. Weil Verbesserung wäre auf jeden Fall schön. Ja klar, Verbesserung ist immer gut, aber im Endeffekt ist es nicht zwangsmäßig notwendig, ja. Weil es natürlich immer schön ist, möglichst viel Veränderung zu haben. Aber die Sämaschine wünsche ich mir definitiv auch im 17er. Auf jeden Fall. Und dann noch so eine Querneland-Akkord-Sämaschine. Ja, vor allen Dingen, ich finde auch, das kannst du hinter vielen Schleppern dranhängen. Also da kannst du jetzt so einen 100 PS-Schlepper dranhängen, aber auch einen 200 PS-Schlepper, je nachdem, was du gerade dran hast. Ja. Geht das immer noch klar. Ja, das ist nicht so, dass das jetzt so für eine spezifische Sache was ist. Nö. Mit dieser variablen Größe, also mit nicht mit der variablen Größe, aber mit dieser In echt könntest du ja wahrscheinlich sogar noch deine Maisreihenbreite einstellen, ne? Ja,
Dafür ist es eigentlich gedacht. Die haben sich wahrscheinlich einfach eine mittlere Länge genommen. Wahrscheinlich kommst du sonst sogar etwas länger, wenn du die richtig breit auseinanderziehst. Ja, ich sag mal, du kannst 50 cm Abstand oder 75 und wir haben den 75er Abstand. Ja gut, das ist dann doch schon viel. Ja, meist macht aber immer 75. Ja. Rüben werden, glaube ich, in 50er Abstand. Ach, es ändert sich aber auch von Ort zu Ort und von Land zu Land, welche Abstände man nimmt. Ja, und vom Boden, ne? Nee, Boden nicht. Ja. Ja doch, eigentlich schon. Wenn du wenig Nährstoff hast, dann kannst du ja besser etwas breiter sein, oder? Nein, wirklich nicht. Da die ganzen Maisflöcker auf 75er Abstände gebaut werden in Deutschland. Nicht, es liegt nicht am Boden. Muss ja so bedenken, die ganzen Mais, auch die Rübenroder sind ja auf eine bestimmte Breite gefertigt. Ja, ja klar, da muss man sich da einfach das halten, was die Ernte vorgeben. Aber wir halten uns heute mal daran, was ich mir schon selber seit Jahren vorgib. Und das sind 15 Minuten Partlänge. Deshalb würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.